Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundskrapp vom Kartoffelhelden. Und es wird dunkel. Feierabend. Also macht's gut, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Quatsch, seid ihr irre? Ist natürlich gar nicht so, es geht gleich weiter. Wir haben ja gerade erst angefangen. Die gestrige Folge war viel zu lang. Was ist euch dabei bloß in den Sinn gekommen, die so lang zu machen? Der Kartoffelheld soll hier entstehen. Hier entstehen aber erstmal Bäume. Der ist gerade noch so, der wird gerade noch so akzeptiert von der Kurverwaltung, wenn hier ein wenig zurückgeschnitten wird. Ansonsten kommen die natürlich wieder weg, die Bäume. Ganz klarer Fall. Nein. Ich will doch keine, ne? Ihr wisst schon, machen. So, der Kartoffelheld ist natürlich überall gleich. Außer hier ist er anders. Ja, da habt ihr jetzt nicht mitgerechnet, ne? Hier wird dann nämlich so eine Art Stehimbiss werden. Man kann dann hier so rein, vom Weg aus. Und sozusagen seine Speise, seine Kartoffelspeise, oder heißt der Pommesheld oder Kartoffelheld? Ich glaube Kartoffelheld wegen Pantoffelheld, ne? Also Kartoffelheld. Nicht, wenn ich gesagt habe Pommesheld, ist das natürlich falsch. Kartoffelheld heißt die Kette. Kann man leicht mal verwechseln. Ich glaube Pommesheld war dann die Konkurrenzkette aus Emeraldien höchstwahrscheinlich. Oh wei. Wir müssen unbedingt Sand machen, Jungs. Und Mädels auch. Wir müssen unbedingt noch Sand organisieren, sonst kommen wir hier nicht klar. Warum war die letzte Folge 30 Minuten lang? Das ist ganz einfach erklärt. Ich habe momentan so einen Bock einfach auf Minecraft und hier auf die ganze Geschichte, dass so eine Folge dann auch schon mal etwas länger werden kann. Hier machen wir dann wieder Lampen rein oder so. Ja, können wir ruhig machen. Bin ich auch für. Machen wir hier dann so eine Neonbeleuchtung rein. Das kann gut, das ja, können wir ruhig so machen. Ja, Kartoffelheld ist natürlich eine Kette, die in Helden, in der Heldenruhe oder nee, Heldenruhe heißt das nicht, ist ja kein Altesheim. Eigentlich hier wollten wir ja, ich will die auch nicht zu groß machen, die Lampe, aber so ein bisschen muss hier schon rein. Also so groß mit zwei Abstand an den Seiten wäre schon vonnöten, damit das Ding auch nachts schön beleuchtet ist und die Leute ihre Kartoffeln sehen, die sie essen, ihre Backkartoffeln, ne? So, da hat man hier so ein, na, ihr seht schon. Hier oben wird das natürlich genauso gemacht, klar. Nur, dass es hier wahrscheinlich eine indirekte Beleuchtung geben wird, die dann hinter dem Trägerbalken hier verschwindet. Höchstwahrscheinlich. Und der Boden, den müssen wir natürlich so machen, dass der leicht pflegbar ist. Das heißt, wahrscheinlich aus Betanga einfach reingegossen. So, dann machen wir hier nämlich auch eine Beleuchtung rein. Für den Medina-Tresen hier. Also für den, da wo man sich seine Kartoffeln dann abholen kann, ne? Das heißt, hier kommt ein Tresen hin. Hier kommen einfach, ja, Moment, machen wir sofort. Das wird sofort, Kleinigkeiten werden sofort erledigt. So, ne? Kennt ihr ja. Die alte Chose. Nicht der alte Chance, das ist was ganz anderes. Der alte Chance, der ist schon lange weggezogen aus Hundsgrab. Aber die alte Chose ist natürlich immer das hier, ne, mit diesen Bögen im Grunde. Das wird immer gern gesehen, auch von der Kurverwaltung. Da wird gleich gesagt, wenn die es sehen, sagen sie, ah, guck mal, schön. Das passt sehr schön in das Gesamtbild dieser Kuranstalt. So, hier geht's dann hoch. Hier geht ja die Straße lang und hier geht's dann hoch. Dafür brauchen wir Treppenstufen, aber ich glaube, die haben wir nicht mehr, weil wir keinen Sand mehr haben. Es ist schon wieder der Sand ausgegangen. Wir können natürlich eine Holztreppe machen, das wäre auch sehr angebracht. Wir müssen ja noch ein bisschen sparen auch. Aber wir können auch mal gucken, ob wir noch Holztreppen... Ja. Ja, ich soll eine Folge mit euch handeln, wurde gefordert. Werde ich auch machen, aber nicht jetzt. Hier hätten wir auch Steinstufen. Also hier normale Sandsteintreppen. 9 Stück. Und den Rest könnten wir uns nachverknöpeln. Ist ja mal nicht so, ne? Ja, die brauchen wir dann für oben, ganz klar. Können wir ja erstmal mitarbeiten, ne? Hier haben wir jetzt nichts mehr, aber wir haben noch Sand da. Also es ist nicht so, als wenn wir gar keinen Sand mehr hätten. Also, passt auf. Dann würden wir nämlich hier eine Treppe hoch machen, einfach. 1, 2. Die müsste hier natürlich wahrscheinlich voll ausgekoffert werden.
Ich mache das jetzt erstmal mit Birkenholz, weil wir es gerade so viel da haben. So, ne? Dann, 2, 3. Hier muss dann so Sandstein wahrscheinlich vor. So. Noch einer oben drauf. Zack. Ich mag ja das Birkenholz und gerade hier wird es auch immer wieder gern genommen. Zack, zack. Und dann zack und zack. Und dann sind wir tatsächlich oben angekommen. Ist das nicht unglaublich? Doch, finde ich schon. Ich finde das schon ziemlich unglaublich. So, und dann können wir nämlich sagen, wir machen hier einfach dicht mit Birkenholz. Sieht jetzt dann... Mal gucken, wie es aussieht. Schauen wir einfach mal. Machen wir hier dicht mit Birkiholz. Und die Treppe. Kleiner Huster, den ich natürlich hinterher wie immer rausschneiden werde. In der letzten Folge hatten wir auch schon einen kleinen Huster. Habt ihr da was von gehört? Nein. Also, was damit passiert? Rausgeschnitten, ganz klar. Wir brauchen mehr Birken. Holz. Hier oben haben wir noch ein paar stehen, die nehmen wir uns gleich mit. In der letzten Folge haben wir ja auch die ganzen Schilder schon mal aufgehängt. Und diese Folge schließt direkt an, das heißt, es gibt keine Verzögerung sozusagen. Und der Birkwald, der ist ganz schön am Leiden. Der ist ganz schön am Leiden in den letzten Folgen hier. Es tut mir auch ein bisschen leid um den Birkwald, aber nur ein bisschen. Und es ist auch schon wieder gut, wenn ich darüber nachdenke, dass wir das ja alles wieder anpflanzen. Wird ja alles wieder nachgepflanzt. Hier oben sind dann auch so Herbstbirken, schöne. Und guck mal, ne, wenn da eine Birke runter, ein Birkenzweig auch nur fällt, der wird sofort wieder nachgepflanzt. Zack, dahin, wo Platz ist. Die restlichen Setzlinge werden wir uns dann auch gleich holen. Ja, wir gehen gleich zurück. Wir holen uns dann die restlichen Setzlinge. Ist ja entsetzlich. So. Joa, und dann bauen wir hier weiter, ne? Fröhlich am... Nicht Pantoffel, also Kartoffel. Hey, nicht Pantoffel. So, und hier auch noch runter. Ist dann zwar etwas aufwendig eigentlich, weil es sehr dick ist. Doppelwendig sozusagen. Aber es wird sich vielleicht auch nicht lohnen. Da müssen wir mal gucken. Ja, das ist dann schon wieder blöd. Weil, wenn die da runterfallen, oh weh. Weh, oh weh. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal sowieso Stein hin, ne? Kein Holz. Naja, eigentlich kommt der Stein ja dann sogar hier hin. Weil hier der Weg lang geht. Und hier kommen wir jetzt gar nicht mehr durch. Haben wir uns ein wenig verbaut. Ich habe mich verbaut. Und hier sieht es auch blöd aus. Sieht auch saublöd aus. Aber man kommt hier dann so hoch. Zumindest schon mal. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, ist ja auch eigentlich nur der Kundenaufgang. Ich mache das erstmal mit Birkenholz. Ich mache es erstmal mit Birkenholz. Und dann werden wir das Ganze noch schön einkleiden. In ein Herbstgewand. Und hier kann auch keiner rüberspringen. Das geht nicht. Ist unmöglich. Also alles safe. Hier kommt auch erstmal Birkenholz rein. So, haben wir jetzt so viel von gemacht. Dann werden wir es auch verwenden. Für den Küchenbereich. Na, für den Küchenbereich auch. Und hier können wir dann schön nämlich Kisten reinstellen. So, haben wir hier ein schönes Fach für Kisten. Auf der anderen Seite wird das ganz anders. Wird es ganz anders. Und obendrauf kommt das Sahnehäubchen sozusagen. Hier kommt nämlich dann erstmal so und so die Außenkanten markieren. Und da machen wir dann was Besonderes rein. Ich weiß noch nicht so richtig was. Kalten Kaffee habe ich gerade. Das ist nicht so schön. Aber hier kommt auf jeden Fall Erde drauf. Da können wir schon mal loslegen. Denn hier muss ja dann, ihr wisst schon, ne? Sie wissen schon, Schnickschnack. Hier muss ja dann auf jeden Fall die Kartoffelfarben rein. Sonst funktioniert ja so ein Kartoffelheld nicht. Ohne jetzt Erde hier drin. Das heißt, wir müssten da wahrscheinlich sogar noch höher gehen. Naja, da schauen wir mal. Mit der Treppe, das machen wir noch anders. Also das ist überhaupt noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der Kartoffelheld wird natürlich gelben Lehm irgendwie bevorzugen, schätze ich mal. Weil gelber Lehm aussieht wie Kartoffelessenz. Kartoffelessenz. Genau. Seid ihr doch ganz meiner Meinung, oder nicht? Das machen wir hier noch anders. Also das wird noch anders. Das sieht aus wie eine Ostzone. Habe ich das jetzt gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt.
So, Freunde. Nochmal ein 64er-Stack davon. Jetzt fängt der Kopfhörer schon wieder an zu drücken. Und dann werden wir nochmal. Wir haben ja Sonnenblumen dabei, ne? Und wir haben auch hier noch normale Blumen, die wir als gelben Farbstoff verschmutzen können. So, und dann können wir nämlich sagen, wir machen einfach... gut, da kriegen wir 4 Stück raus. Hurra, hurra, die Freude ist voll da. Dann werden wir Lehm nehmen. Das ist billiger. Nehmen wir Lehm und dann werden wir den nämlich schön... Wo habe ich den jetzt hingepackt? Ich habe doch eben Lehm da rausgenommen, oder nicht? Anscheinend nicht. Was? Es wird schon wieder dunkel? Unglaublich. Ein Tag schon wieder vorbei. Diese Folge, also da könnt ihr jetzt aber reden, wie ihr wollt. Die wird aber normal lang, ne? Die wird hier nicht wieder eine halbe Stunde. Auch wenn heute Montag ist. Ah, ein neuer Tag in Hundsgrab. Wer hätte das gedacht? Ich? Ihr auch bestimmt, ne? Ja, der Strand wird schon ganz gut angenommen von den Dorfbewohnern. Allerdings noch nicht so, wie wir uns das wünschen, alle. Und ihr wusstet wahrscheinlich gar nicht, dass ihr euch das gewünscht habt, ne? Könnt ihr mal sehen. Okay, die kommen wieder zurück. Das heißt, hier haben wir auch noch 4-mal Farbstoff. Man kann alles von hier oben machen. Das ist total praktisch, sagte der Mann. Ich pack die mal kurz hier rein. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Mein Inventar ist übrigens schon wieder voll. Falls ihr euch da wundert, braucht ihr euch nicht wundern. Mein Inventar ist eigentlich immer voll. Immer voll da. So, haben wir nochmal einen halben Stack, haben wir einen ganzen. Damit sollten wir zumindest einen Kranz rumziehen können um das Ganze. Ich brauche mal Wasser. Ich brauche unbedingt Wasser. Ja, ihr auch, ne? Es ist warm hier am Strand, ich weiß. Und schaut mal auf der Minimap, da sieht das schon richtig cool aus. Wenn man mal hier auf die Minimap guckt. Hier haben wir ITV-Studio, ne? Und hier der Strand, der ist schon richtig groß. Und der soll natürlich hier noch ganz rumgehen. Bis zum Lehmkönig, dachte ich so, oder? Oder so einfach so lange, wie wir Lust haben. Könnte man hier auch machen. Auf zum Kartoffelhelden. Mit der hässlichen Treppe, die noch wegkommt. So, und dann kommt nämlich hier so ein Kranz aus gelbem Farbstoff rum. Der symbolisieren soll, dies eine Kartoffelheld-Filiale. Das hat sich der Besitzer so gewünscht. Und dann wird das natürlich auch von mir direkt so umgesetzt. Wenn der das so will, ne? Klar, kann man nichts machen. Hier kommt die Mauer natürlich noch etwas höher. So, dass zumindest eine Tür reinpasst. Wir dürfen aber nicht zu hoch bauen. Wir müssen minimale Ausweitung, wurde gesagt. Wurde empfohlen von den Verkehrsbetrieben. Das minimale Ausweitung wäre so. Flacher können wir es nicht bauen. Flacher können wir es, weiß Gott, nicht bauen. Den Kartoffelhelden, weil dann, ja. So, jetzt hier einmal rum. Und dann kommt auch schon das Dach drauf. Also, ihr könnt euch beruhigen. Alles wird gut. Die Genehmigung ist da. Also, die liegt im Hundsgrab vor. Im Bürgerhaus. Für so ein Bauwerk hier. Denn hier oben müssen ja die Arbeiter dann auch arbeiten. Und die können natürlich nicht in einem Raum arbeiten, der nur 2 Block hoch ist. Da wollte er denen ja wohl nicht zutrauen, oder? Das wäre ja fast schon Sklaverei. Und ich muss ein bisschen mehr ins Mikro sprechen, sonst versteht er hinterher nichts. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich geredet, aber ihr habt nichts verstanden davon. Und das wäre total schlecht. Ich esse jetzt mal was. Aber wir wollen ja den Kartoffelhelden eventuell sogar noch fertig kriegen, ne? Okay, hier hätten wir jetzt einmal das Ding. Ne? Also einmal. Dann würden wir das eventuell so machen, dass wir hier jeden zweiten Block einmal so ein Loch lassen. Für die Luftzirkulation. Nein, das soll einfach nur cool aussehen hinterher. Ich hoffe, es funktioniert. Es geht sich aus. Ob sich das jetzt hier ausgeht, das ist natürlich die dritte Frage. Hier muss ja dann irgendwo die Tür sowieso rein. Wahrscheinlich ganz hinten. Hier wäre dann die Tür. Geht sich auch aus. Ich drehe durch. Ja, wird ein schöner Kartoffelheld auf jeden Fall, glaube ich. Könnte ein sehr schöner Kartoffelheld werden. So, und jetzt haben wir keine... Das ist aber nicht so schlimm. Das können wir noch nachproduzieren. Hier kommt dann der nächste Bogen hin. Ja, das könnte schick werden. Gucken wir mal von unten. Vom Strand.
wird das Ganze ja so ein bisschen hier durch die Bäume verdeckt. Ja. Sehr schön. Auch. Gut, das gefällt mir schon gar nicht mehr so gut. Da kann ich fast mit leben. Und... Ah, ich weiß wo. Da haben wir die Sonnenblumen. Und da haben wir auch noch Knochen. Ein Knochen. Wir sollten uns eine Sonnenblume auf jeden Fall aufheben. Denn wir werden hundertprozentig nochmal an Knochen kommen. Passt mal auf. Wir setzen eine Sonnenblume hier unten irgendwo hin. Einfach hier hinten, weil wir es können. Hier zum Beispiel. Zack, die lassen wir jetzt einmal da stehen. Und aus dem Rest machen wir uns Farbstoff. So, 8 Mal. Das reicht. Lalalala. Ja, ist ein bisschen Rennerei hier am Strand, aber ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Und guck mal, wir haben hier die Fächer auch immer so ausgefüllt mit Birkenholz. Können wir das also eigentlich rein rechtlich gesehen da hinten auch machen. Und wir haben jetzt 8 Mal, das reicht genau für einen 64er Stack. Manchmal ist das Leben auch perfekt. So, zack. Die hat die ganzen Bauanträge dabei. Ist alles in Ordnung, könnt ihr mir glauben. Den Strandwächterturm werden wir natürlich auch noch bauen, keine Frage. Und dann müssen wir uns gleich nochmal um die Bäume kümmern. Hier müssen wir noch höher, naja, klar. War ja klar. Okay, hier machen wir das gleiche, selbe. Auch wieder mit diesen merkwürdigen Fenstern, die aber von außen dann ganz cool aussehen. Und von innen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter immer gut belüftete Füße haben. Weil wollt ihr eure Kartoffeln haben von einem Mitarbeiter, der eventuell Käsefuß belastet ist? Na, überlegt euch das mal. Ich glaube nicht. Gut, hier kommt überall Erde rein. Warum, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Damit wir hier dann anpflanzen können auf der Erde. Dann machen wir hier noch 2 Bewässerungspunkte hin. Wahrscheinlich würde sogar einer reichen. In der Mitte, hier. Ein Bewässerungspunkt, außer nach hier ganz außen würden wir damit wahrscheinlich nicht kommen. So werden wir nicht alles bewässern können. Aber wenn wir hier das hinmachen und hier, dann können wir den dicht machen. Dann müssten wir diese gesamte Fläche hier bewässert kriegen. So, der Witz an der Sache ist aber, dass wir hier hinten müssen wir es wahrscheinlich dicht machen. Hier muss ja unser Lockvogel hin. Irgendwo. Unser Lockvogel, passt mal auf. Ich mach mal hier dicht, ne? Haben wir hinten zwar eine glatte Wand, aber die sieht ja keiner. Hier wäre dann die Lockvogelecke. Da so. Wo er dann versucht, das Kram hinzuschmeißen. Also hier im Endeffekt. Hier wäre die Lockvogelecke. So. Ja, die können wir auskleiden mit normalen... Alter Schwede. Es war ein Nieser. Ein Nieser für Genießer, den ich natürlich hinterher, ihr wisst, auch wieder rausschneide. So, oh. So, hier steht der Lockvogel. Moment, hier steht der Lockvogel. Hier müssen die Trichter hin. Moment, kriegen wir das so klein hingebrezelt? Hier müssten die Trichter hin. Oh wei, das wird enge. Dann müssten wir die Lockvogelecke ein wenig kleiner machen. Der muss wieder weg. Der Lockvogel muss ganz in der Ecke stehen, wirklich. Der muss hier in der Ecke, da muss er stehen. Im Endeffekt. Da müssten hier die 3 Trichter hin. Hier, hier und hier. Na? Hier müsste der Zaun rum. Hui, das wird eng. Das wird eng. Oder wir ziehen... Passt mal auf, wir haben jetzt ja... Ah, wir sind ja nicht dämlich, nämlich. Wir können ja auch sagen, wir lassen das hier schon so auf, ne? Das war schon richtig. Hier lassen wir auf.
hier stellen wir den Lockvogel hin, hier vorne. Hier muss ja eh ein Zaun rum. Na, hier muss ja eh ein Zaun rum. Also so ein Ding hier. Der muss ja hier einmal ganz rum. Die dumm. Das heißt, wir können die Dinger abreißen. Die können weg. So. Hier käme ja dann... Ah, passt mal auf. Ah, ich weiß, ich erschrecke euch immer so, ne? Ist nicht meine Absicht. Ist ein ganz kleiner Aufgang für die Mitarbeiter. Ein winziger Mitarbeiteraufgang, das ist richtig. Aber es ist nicht anders zu machen. Normal müsste der jetzt so durchgehend sein. Kommen die da noch durch? Kommt man da noch durch? Nein. So kommt man da nicht durch. Das hat so keinen Sinn. Moment. Ein winzig kleiner Mitarbeitereingang. Ups. Den ziehen wir dann bis oben hin. Damit die auch vernünftig da rein und rauskommen. So und so. Zack. Dann ziehen wir das hier so rüber. Nicht runterfallen. Da ist gleich eine Schlucht, Opa. Fall da lieber nicht runter. Das wäre total dämlich auch. Und hier runter geht nämlich dann die Säule. Die Säule aller Säulen. Und ich merke gerade, es wird schon wieder dunkel. Das würde ja bedeuten, was überhaupt nicht sein kann. Nämlich, dass schon wieder die Folge vorbei ist. Was überhaupt nicht sein kann. So, okay, da hätten wir hier, würde dann eine Wand reingezimmert werden. Ich gehe mal pennen. 52, naja. Was? Verdammt. Unglaublich. Der mittlere Baum ist zu klein. Und dieser Kaffee ist kalt. Ja, mit dem mittleren Baum müssen wir uns das einfallen lassen. Da müssen die Blätter höchstwahrscheinlich entfernt werden. Und da muss dann noch ein weiterer Baum aufgeflanscht werden. Ich zeige euch dann, wie das geht. Das ist natürlich hier eine hässliche Ecke. Das gebe ich gerne auch mal zu. Aber das geht nicht anders. Das muss genau so sein. Es wird genauso kommen, sagte der Mann. Das hier. Wir können natürlich hier trotzdem, das können wir machen. Da kann ich mich drauf einlassen. Wir können hier eine kleine Facette einziehen, ruhig. Damit das Gebäude zumindest optisch symmetrisch wirkt. So, Schwachsinn, der obere da natürlich, klar. Und jetzt könnten wir auch sagen, meinetwegen, wir machen hier nur so ein Gitter rein, ne? Hier nur ein Gitter rein aus Zaun. Ja, das könnten wir auch noch machen. Oder wir machen halt hier wirklich einen auf den, ne? Das wird dann verdammt dunkel werden hier. Ah, warte mal, wir können ja so Fenster reinmachen. Das geht, das können wir machen. Da bin ich mit einverstanden. Dann nehmen wir den Zaun hier auch weg. Moment, am besten mit der Axt. Das geht am schönsten. Ja, Leute, tut mir leid. Ich habe momentan so einen Bock auf Minecraft, dass die Folgen alle ewig lang werden. So, dann steht hier der Mitarbeiter, der Lockvogel. Hier ist der Zaun. Der Zaun. Das heißt, wir müssen eh noch ein höher, sowieso, mit dem ganzen Schladderadatz. Noch ein höher. So, so und so. Wir gehen also hier noch ein hoch. Wo haben wir die Stufen? Da haben wir sie. Da und da. Ich gehe noch ein höher. Und hier müssten dann natürlich auch Zäune rein, damit die hier nicht hier Suizid, ihr wisst ja. Verdammter Suizid. Oder man macht halt noch ein höher und dann macht man hier so kleine Fenster. Da könnten dann nur wirklich sehr kleine Mitarbeiter rausspringen. So erstmal, ne? So, zack, hier kann keiner rausspringen. Hier wäre dann der Lockvogel angeknipselt. Und hier vor würde dann einfach eine Reihe mit Trichtern hinkommen. Ja, beziehungsweise, genau, hier vor kommt einfach eine Reihe mit Trichtern und da wirft er sie dann rein. Weil er nicht anders kann, der Mann. Also im Grunde genau hier vor. Es müsste funktionieren. Wir müssen natürlich, bevor wir hier noch den Lockvogel anbringen, müssten wir erstmal hier jetzt Wasser reinmachen und das dicht machen. Das machen wir jetzt noch schnell und dann ist Feierabend für heute. Haben wir genug geschafft auch. Und ja, das kann man, ja, naja. Man kann sich noch nicht angucken, aber gleich. Wir machen die Fenster einen größer, machen wir Zaun rein. Versprochen. Und Wasser hole ich jetzt. Versprochen. Habe ich. Ich habe einmal dabei, meine ich. So. Wir holen eben Wasser vom Strand. Salzwasser? Ja, Salzwasser.
Salzwasser. Und wir holen noch schnell Zäune, weil ich das noch schaffen will in dieser Aufnahme. Ja, und ich sage nicht nochmal, dass ich gerade so viel Minecraft spiele, weil ich da einfach so Bock drauf habe. Keine Angst, alles wird gut, sagte Knut. Ja, das können wir so machen. Ja. Okay, was wollte ich noch machen? Zwei Eimer wollte ich mitnehmen und Zäune, ne? Hast du gesagt. Und ihr sollt nicht ewig hier auf dem Dingen rumspringen. Macht einen ja wahnsinnig. Hm. Und am Strand ist nichts los hier, ne? Eine Tante. Geh mal ein bisschen weiter nach Richtung Westen, Norden. Ne, Norden ist da. Norden ist da. Nach Westen. Da sind die besten Sachen im Westen. Glaubt's nicht. Kann man nichts machen. Wenn da nicht dran geglaubt wird, an dieses Konzept, da kann man nichts machen. Okay, wir machen hier Wasser rein. Es kann sein, dass es unten dann durch die Decke tropft, aber das ist in einem Laden dieser Kette ganz normal, dass es auch mal tropft. So, und jetzt können wir nämlich hier schön mit der Hoe, die gleich kaputt sein wird, schon mal ein Schlag. Alter Belly, ein Schlag hat sie tatsächlich nur ausgehalten. Ist nicht der Wahnsinn. Können wir noch mal eine Hoe machen, bitte? Aus, keine Ahnung, hier Eisen. Damit sie vielleicht mehr als einen Schlag aushält. So, aus Eisen auch. Und guck mal, unsere ganzen Kürbisse sind gewachsen. Die müssen wir gleich mal ernten. Mit der Schere, dann kriegen wir, glaube ich, auch Samen raus. So, jetzt machen wir hier nämlich schön erstmal und gucken, ob wir auch überall benässen. Hört. Was war das für ein Geräusch eben? Habt ihr das gehört? Hört mal ganz genau hin. Ich mach mal Musik aus. Sind da Regenwürmer drin? Da war's wieder. Habt ihr gehört? Da war auch wieder ein Regenwurm. Da war auch ein Regenwurm. Wieder einer. Keiner. Auch keiner. Da war wieder einer. Habt ihr gehört? Regenwurm. Regenwurm. Auch noch ein Regenwurm. Unglaublich, oder? Ist unglaublich. Hier haben wir uns etwas über das Ziel hinausgeschossen. Hier hätte eigentlich gar nichts hingemusst. Aber egal. Hier soll ein Dorfbewohner hochgehen. Das muss man den Dorfbewohnern aber auch erstmal sagen. Das wird gar nicht so einfach, denen das klar zu machen. Hier machen wir natürlich offen. Ne? Wir machen hier auf. Wir machen hier auf. Und da kommen dann Zäune rein. Das, glaube ich, sieht etwas besser aus. Ja, ich kann Musik wieder anmachen, klar. Da-dam, da-da-dam. Ja, ist laut, ne? Aber ihr wolltet ja unbedingt Musik haben. Regenwürmer. Ich fass es nicht. Naja, man kann... Es gibt immer wieder was Neues. Ja, Freunde, wir sind durch. Wir haben fast eine Stunde voll. Das heißt, die zweite Folge ist auch wieder fast eine Stunde geworden. Hier oben setzen wir jetzt noch die Beleuchtung rein. Schnell installieren. Zack, zack, zack. Dann tropft es auch nicht mehr durch die Decke. Freut sich auch der Nachbar. 1, 2, 3, 4, 5. Da oben noch Holz rein. Boah, Mann, ich gebe echt Vollgas, aber wir werden hier so schnell nicht fertig mit dem Kartoffelheld. Hier hinten kommt natürlich dann Birkenholz ran. Ah, verdammt, die Setzlinge. Verdammt, die sind alle weg. Arrgh. Naja, was will man machen, ne? Sieht ein bisschen komisch aus hier hinten. Aber naja. Hier wird noch schnell dicht gemacht. Unser Laden. Wir machen den Laden dicht. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit dem wunderbaren Chroniken einer Stadt. Opa Zeron, dem wilden Typen. Und auf jeden Fall geht's irgendwie weiter. Ich weiß es doch nicht. Mit dem Kartoffelhelden Nummer 2 tatsächlich schon. Ist wirklich schon der zweite Kartoffelheld, der errichtet wird. Und ja, wir schauen mal, wie wir das dann hier alles schön ausstaffieren. Und bis dahin sage ich, liebe Leute,
Gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Sind 2 Folgen, jeder eine halbe Stunde. Was soll ich machen, außer lachen über so viel in die Länge Ziererei. Also, bis zur nächsten Qual.